Wieder müssen Menschen mit Behinderung auf die Straße gehen und für ihre Rechte für Menschen mit Behinderung kämpfen. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen und wie schön, dass ihr alle hier seid bei diesem herrlichen Demo-Wetter. Was soll man an so einem Tag auch anderes machen, als zu demonstrieren? Jedenfalls brauchen wir Barrierefreiheit. Ja, wir sind ja seit vielen Jahren zusammen, mehrere Behindertenvereine, die sich dafür einsetzen, dass wir auch im Tourismus überall Menschen teilhaben können und nicht nur so ein bisschen mal da eine kleine Insel oder an anderen Stellen. Und wir haben ja auch im Deutschen Behindertenrat die AG Tourismus, viele Mitglieder dieser AG sind auch mit dabei. So, und da geht es ja schon damit los, dass wir ja nicht mal die Information über den Stand der Barrierefreiheit kriegen. Wir haben vor 11 Jahren Reisen für alle ein Informationssystem entwickelt. Das wird vom Bundeswirtschaftsministerium blockiert. Wir haben gerade mal 2500 touristische Einrichtungen, wo es Informationen über den Stand der Barrierefreiheit geht, bei über 650.000. Und warum? Weil wenn man diese Information liefern würde, würde man sehen, wie viele Barrieren es auch noch überall gibt, was alles auch zu machen ist. Aber für uns ist es sehr wichtig, zu entscheiden für jeden selber, wo kann ich hinreisen, wo kann ich nur beschränkt hinreisen oder brauche Unterstützung oder was geht eben auch nicht. So, und insofern sagen wir brauchen diese Barrierefreiheit und diese darf nicht länger blockiert werden. Und da darf sich zum Beispiel eben auch der Bundeswirtschaftsminister keinen schlanken Fuß machen. Ja, für mich ist alles gut gegangen, aber ich habe dann geguckt in die Zuginformation, Aufzug in Hildesheim und Wolfsburg außer Betrieb, Behindertentoilette, keine im Zug. Und ich dachte mir, es darf doch wohl nicht wahr sein. Sind wir im Jahr 2024? In der Tat ist heute 75 Jahre Bundestag die konstituierende Sitzung gewesen. Im Gegensatz zu dem, was viele glauben, war ich da aber noch nicht Mitglied. Kommt her! Versuche es mal. Aber die Anlage ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass hier die Politik dabei ist und ich bin im Gesundheitsausschuss und kämpfe gerade dafür, dass es vernünftig einen Aktionsplan gibt. Es sollte ja schon längst einer vorliegen, 22 stand im Koalitionsvertrag, sollte ein Aktionsplan für ein barrierefreies Gesundheitswesen vorliegen, den haben wir noch nicht, zumindest nicht im Bundestag und ich befürchte auch, das wird vielleicht noch einen Aktionsplan geben, aber wahrscheinlich keine Aktion. Und ich finde gerade das Thema Gesundheit ist für viele das wichtigste Thema, dass man in eine Klinik kommt, dass man, gerade waren die Taubenmenschen da, dass man da auch mit den Ärzten und dem Personal kommunizieren kann, dass man auch eine Gynäkologin findet, wenn man im Rollstuhl sitzt. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ich denke, da muss es unbedingt jetzt auch konkrete Dinge geben, die es möglich machen, dass jeder, der auch eine Beeinträchtigung hat, dann tatsächlich auch ins Gesundheitswesen kommt und auch das bekommt, was er dringend nötig hat. Also deswegen war es mir auch heute wichtig, dabei zu sein, weil ich glaube, Inklusion, also Barrierefreiheit ist doch keine Inklusion. Aber, so, wir haben noch ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber ohne Barrierefreiheit wird es auch keine Inklusion geben. Ottmar, ja? Wir müssen aber auch mal sagen, dass die letzten beiden Legislaturen, wo die GroKo war, die große Koalition mit CDU und SPD, wir auch Barrierefreiheit gefordert haben. Da hat uns dann immer die SPD gesagt, naja, können wir nicht machen, weil es ist ja im Koalitionsvertrag steht nichts drin und wir müssen uns am Koalitionsvertrag halten. Jetzt haben wir es endlich im Koalitionsvertrag drin. Jetzt müsst ihr euch auch verdammt nochmal dran halten. Ja, ihr habt jetzt Regierungsverantwortung und jetzt setzt es auch endlich um. Weil es ist immer schön, wenn die Opposition kommt. Vielen Dank. Aber dann ist immer schwierig, wenn sie dann wieder sozusagen in der Regierungsverantwortung ist. Und jedes Mal welche Kosten vorzuschieben, ist irgendwie echt Mist langsam. Und wir hängen uns echt in Europa ab. Also andere Länder, die lachen uns echt aus. Nathalie Rosenke mit ihrer Miezekatze. Hallo Nathalie, was hat das auf sich mit dieser Katze? Hallo Ottmar, ich bin heute da, um klar zu sagen, hey, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat im Augenblick keine Zähne, das ist ein Miezekätzchen und wir brauchen da mehr.
Wir wollen, dass da drin verpflichtend die Barrierefreiheit steht. Barrierefreiheit darf keine Nettigkeit sein, können wir vielleicht in 3 Jahren mal machen. Ups, die Rampe, ich weiß ja jetzt nicht, wo die hinten im Laden steht. Sondern es muss eine Selbstverständlichkeit des Alltags sein und deswegen muss es in dieses Gesetz mit rein. Ja, und die Nathalie Rosenke hat hier ein wunderbares T-Shirt vom Bündnis AGG Reform jetzt. Du selbst kommst von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, da sind ja viele dabei beim Bündnis, aber ihr habt ja auch große Anliegen. Ja genau, also wir haben uns dem Bündnis angeschlossen und im Bündnis bringen wir alle unsere Forderungen ein. Und eine dieser Forderungen ist halt eben auch, das Körpergewicht als Diskriminierungskategorie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz mitgenannt wird. Also, dass es einen Schutz vor Gewichtsdiskriminierung gibt. Das ist unser Anliegen im Bündnis. Genau. Warum, wo fehlt Barrierefreiheit im Autismus, bei Menschen im Autismus-Spektrum? Danke. Mein Name ist Mirko Hübner. Ich bin selbst im Autismus-Spektrum. Das Problem von Menschen im Autismus-Spektrum ist, dass sie meistens durch alle Raster fallen. Ja. Einerseits sind Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen meistens benachteiligt, weil sie einfach nicht wahrgenommen werden. Und speziell Menschen im Autismus-Spektrum oder neurodivergente Menschen haben das Problem, dass zum Beispiel insbesondere die gesundheitliche Versorgung sehr miserabel ist, weil zum Beispiel psychologische Fachkräfte sich mit Autismus nicht auskennen, teilweise Menschen nicht ernst genommen werden, Gaslighting betrieben wird. Das führt dazu, dass Menschen mit Autismus-Spektrum quasi kaum psychologische Unterstützung bekommen. Und das gilt es zu verändern. Ach, es gibt schon Fortschritte, aber echt, wenn ich mir anschaue, was im Koalitionsvertrag steht, die Politik weiß es ja. Die hat gesagt, wir wollen, dass Deutschland barrierefrei wird in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Und was ist passiert in den letzten 3 Jahren? So gut wie gar nichts. Und deshalb stehe ich hier, weil ich heute mit dieser Protestaktion ein Zeichen setzen will und sagen will, liebe Freunde, es ist doch so, wir hätten einiges schaffen können. Wir hätten Haushaltsgeräte barrierefrei machen können. Wir hätten es schaffen können, dass Postdienstleistungen barrierefrei werden. Wir hätten es schaffen können, dass Barrierefreiheit auf den Regionalverkehr ausgeweitet wird. Wir hätten es schaffen können, dass Barrierefreiheit auf Medizinprodukte ausgeweitet wird. Wir hätten es schaffen können, dass es einen Diskriminierungsschutz gibt, wenn gegen Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen verstoßen wird. Wir hätten es schaffen können, dass im öffentlichen Bereich es so ist, dass öffentliche Unternehmen, das Stichwort Deutsche Bahn war eben schon, barrierefrei sein muss, dass öffentliche Förderungen mit Barrierefreiheit verbunden werden. Wir hätten es schaffen können, dass, wenn Gebäude auch für berufliche Zwecke, für Arbeitsstätten genutzt werden, dass die dann barrierefrei werden müssen. Und wir hätten es schaffen können, dass da, wo keine Barrierefreiheit besteht, dass es da ein Recht gibt auf angemessene Vorkehrungen. Damit ich zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin, ein Recht habe auf Hilfe dort beim Einkaufen. Damit ich, wenn ich wissen will, welche Stromtarife haben denn meine Anbieter zum Beispiel, ein Recht habe auf barrierefreie Formate, um die Tarife dann anschauen zu können, damit ich, wenn ich in der Arztpraxis bin, eine Möglichkeit habe zu sagen, Freunde, ihr müsst mir aber helfen beim Ausfüllen von Formaten und wenn ich sonst Unterstützung brauche. Dafür hätte man angemessene Vorkehrungen einführen können und all das hätte man schon längst machen können. Und jetzt heißt es könnte vielleicht eins der 3 Gesetze, die man sich vorgenommen hat, das könnte es jetzt geben. Und ich meine, heute stehen wir mit der Protestaktion da, um erstens mindestens dieses Gesetz zu kriegen, um vielleicht im Bereich der Antidiskriminierung noch weiterzukommen und ein Zeichen zu setzen, Leute, dann ist mit der Barrierefreiheit aber noch lange nicht zu Ende, denn Barrierefreiheit ist für mich heute Qualität, es ist für mich heute Zukunftsinvestition, es ist für mich heute Deutschland konkurrenzfähig für die Zukunft machen und es ist für mich ein Menschenrecht. Und deshalb finde ich, stehen wir heute hier und deshalb finde ich es super, dass es die Aktion gibt. Nein, ganz im Gegenteil, mir geht es gar nicht besser, weil wenn uns gesagt wird, dass die letzte barrierefreie Bushaltestelle in Berlin 2070 fertig wird, dann stellt es nicht mehr unsere Lebensperspektive dar und Gesetze, die jetzt gemacht werden, müssen irgendwie auch noch uns erreichen können. Und sonst frustriert das nämlich enorm und wir können sozusagen unser Leben nicht barrierefrei genießen können, wie alle anderen auch. Und wir brauchen gleiche Voraussetzungen und dafür ist Mobilität einfach ein
wahnsinnig wichtiger Baustein für eine inklusive Gesellschaft. Die muss barrierefrei sein, weil wie sollen wir von A nach B kommen? Wir haben keinen Bock mehr, ständig betteln zu müssen, irgendwo rein zu dürfen, ob in einen Bus oder in eine Bahn. Wir stehen falsch, wir winken falsch, wir drücken falsch. Damit muss jetzt echt mal am Schluss sein. Wir brauchen auch Gesetze, die endlich wirksam sind. Das heißt, wir brauchen ein Personenbeförderungsgesetz, wo wir uns nochmal einklagen können, wo ihr verdammt nochmal Strafe zahlen müsst, wenn ihr uns nicht mitnehmt. Ja, wir wollen fahren, wenn wir fahren wollen und nicht, wenn es euch in den Kram passt. Ja, und wir wollen, dass die Aufzüge funktionieren. Wenn schon nicht genug Aufzüge da sind, dann wenigstens die, die da sind, die müssen auch funktionieren und nicht Monate defekt sein. Das funktioniert überhaupt nicht. So können wir nicht leben. So müssen alle uns umorientieren. Entweder wir müssen in irgendwelche große Städte ziehen. Wir müssen uns irgendwie versuchen, ein Auto teuer zu kaufen oder teuer zu beantragen. Nicht jeder bekommt in diesem Land eine Kfz-Beihilfe, sondern nur der irgendwie einen Job hat. Der Rest muss sich ständig dafür durchkämpfen. Und da haben wir auch Vertreter hier, die genau das auch haben zum Thema Mobilität. Wie kann ich meine persönliche Mobilität gestalten? Aber dafür gibt uns verdammt nochmal die Ressourcen. Und wir sind irgendwie im Klimawandel und wir wollen irgendwie auch umweltverträglich unterwegs sein. Und wir wollen auch wie alle anderen mit Bus und Bahn fahren. Dann lasst uns endlich und macht endlich den ganzen Scheiß barrierefrei. Meine Güte, wir reden hier von Rampen und Aufzügen. Wer nicht? Also sagen wir mal so, intern, die Ministerien haben das schon ganz schön gefeiert, die sozusagen eher sozusagen sich mit uns beschäftigen müssen. Die fanden es mal gut, dass da eine Ansage kam, aber wir merken einfach, gerade in dieser Bundesregierung oder generell mit den Ministerien, für behinderte Menschen kann nicht nur das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zuständig sein. Alle sind für so uns zuständig und es wird immer wieder abgeschoben und die sind total überfordert und der Rest, der kümmert sich einen Scheiß darum, wie wir barrierefrei von A nach B kommen. Gerade das Bundesverkehrsministerium, auch Herr Wissinger, hat sich nicht einmal mit dem Deutschen Behindertenrat getroffen. Er wurde mehrmals eingeladen. Nichts ist passiert. Und die Inklusionstage müssen sich mal endlich wandeln. Die müssen viel partizipativer werden. Es kann nicht sein, dass man da irgendeinen parlamentarischen Staatssekretär, Staatssekretärin hinschickt, die dann irgendwas erzählt von KI und Digitalisierung, wenn ich nicht mal zum Bahnhof komme. Ja? Also, ne? Also von daher, Inklusionstage müssen auch... Die Inklusionstage müssen auch, wenn sie schon thematisch sind, müssen auch die politischen Verantwortlichen kommen. Ich bin heute hier, weil ich mich genauso wie die rechte behinderte Menschen auch nicht ganz uneigennützig, sag ich mal, engagiere. Seit vielen Jahren, seit 20 Jahren bin ich dabei. Und ich bin wirklich genervt, wie langsam das Ganze vorwärts geht, was die politischen Maßnahmen angeht. Und wir müssen viel, viel mehr Menschen auf der Straße sein, viel mehr Krawall machen. Wir wurden viel zu lange hingehalten durch die Sonntagsreden der PolitikerInnen. Und es gibt Dinge, die ich einfach nicht mehr hören kann, nicht mehr hören will und auch nicht mehr akzeptiere. Ja. Was müssten wir jetzt alle machen? Also was ich auf jeden Fall nicht mehr hören kann, ist die Floskel, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Weil durch Aufklärung kommen wir einfach nicht weiter. Was wir machen müssen ist, wir müssen Begegnungen schaffen. Das bedeutet, im Alltag müssen Menschen mit und ohne Behinderung immer gemeinsam einander begegnen können. Und da, wo es nicht gelingt, aufgrund von fehlender Barrierefreiheit, da müssen wir antworten. Aber ich glaube nicht, dass wir durch das Drucken von Broschüren oder Werbekampagnen oder Machen von Flyern oder auch so kleineren Demos wirklich groß was verändern können. Das Einzige, was verändern kann, ist die Gesetzgebung. Und da müssen wir einfach der aktuellen Regierung mal ordentlich auf den Tisch packen. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Sie haben im Koalitionsvertrag eine Menge versprochen und davon noch gar nichts eingelöst, was die Rechte behinderter Menschen angeht. Und Aladin Elmer Falani hat mal gesagt, dass das der am schlechtesten umgesetzte Koalitionsvertrag ist. Und das will was heißen. Die Tatsache, dass der öffentliche Personennahverkehr, obwohl er schon seit 2022 barrierefrei sein muss, es immer noch nicht ist. Die Tatsache, dass Privatwirtschaft nach wie vor nicht verpflichtet ist, barrierefrei zu werden, außer in Websites und Mobile-Apps, das bringt ja nichts, wenn ich einen Bankautomaten, der für blinde Menschen barrierefrei gebaut wurde, in einer Bank steht, die aber Stufen am Eingang hat. Und das zeigt einfach, wie absurd das Ganze geworden ist. Der Automat muss für Blinde barrierefrei sein, aber nicht für Rollstuhlfahrende. Hinter mir ist das Kanzleramt. Die, die es nicht sehen, da ist es groß und prächtig. Und das Kanzleramt ist heute für uns ganz wichtig. Denn es kommt nicht jeden Tag vor, dass der Bundeskanzler zu Gast
beim Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel ist. Heute Abend wird er dort sein und wir sind hier, weil wir natürlich hoffen, dass der Bundeskanzler auch endlich die Dinge mitbringt, die im Koalitionsvertrag versprochen wurden. Denn da steht eine Menge drin. Und so ein Koalitionsvertrag ist nicht einfach nur ein Papier, das ist ein Versprechen auch an die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb rechnen wir damit und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolg, dass diese Woche der Gesetzentwurf, der Referentenentwurf, das ist so die erste Stufe, zum Behindertengleichstellungsgesetz kommt. Und das können wir uns dann angucken. Und wichtig wird für uns sein, dass wir endlich mehr Barrierefreiheit bekommen, dort wo wir leben, dort wo wir einkaufen gehen, dort wo wir ins Kino gehen. Und ich hoffe, dass der Entwurf einiges hergibt. Und es war wichtig, dass wir heute ein Zeichen gesetzt haben. So? Ja, hervorragend. Ja, ich finde es total großartig, dass heute dieser Tag genutzt wird, wo heute Abend der Empfang ist, wo tatsächlich einige sich auf den Weg gemacht haben, der ja schon zeigt oft, warum wir Gesetzgebung zu Barrierefreiheit brauchen, weil es gar nicht so leicht ist, Menschen mit Behinderungen in großer Zahl an einem Ort zu einer Demo zu versammeln. Von daher einfach super, dass ihr alle hier seid. Und ich habe den Koalitionsvertrag mitverhandelt und die Verpflichtung zur Barrierefreiheit damit reinverhandelt. Ich habe ehrlicherweise nicht gedacht, dass ich das in den Koalitionsvertrag kriege. War sehr stolz, hat mich total gefreut und dann war es lange still. So, und jetzt... Sehr lange. Sehr lange. Es bleibt auch nicht mehr so viel Zeit in dieser Wahlperiode und von daher ist es total gut. Ich gehe davon aus, dass der Entwurf eben diese Woche an die Verbände und an die Länder geschickt wird, dass sie Rückmeldung dazu geben können. So, und dann kommt ihr alle und auch wir natürlich als Abgeordnete ins Spiel. Dann müssen wir nämlich echt kräftig die Werbetrommel rühren, dass es tatsächlich ein gutes Gesetz wird und dass nicht irgendjemand aus lauter Angst, Barrierefreiheit würde irgendjemand in dieser Gesellschaft schaden, versucht da auch Dinge wieder rauszuschmeißen. Von daher ist es heute ein super Auftakt dafür, dass wir jetzt tatsächlich in die Beratung von dem Gesetz gehen. Und ich freue mich über jede Unterstützung. Es ist nämlich auch im Bundestag nicht immer so leicht, diese Themen durchzusetzen. Ihr wart da. Danke. Danke an unsere Dolmetscherin, die Christiane. Und schön, dass ihr dabei wart. Und gute Fahrt unseren Autofahrerinnen und Autofahrern.